Elon Musk wird immer mehr zum geostrategischen Agenten des Chaos, so jedenfalls immer mehr amerikanische Medien. Es geht um seine Aktivitäten bezüglich großer Krisenherde in der Welt, allen voran natürlich der Ukraine-Krieg, aber auch die Spannungen zwischen China und Taiwan und die jüngsten Volksaufstände im Iran. Elon Musk ist der reichste Mann der Welt, hauptsächlich wegen seines Anteils an der Elektroautofirma Tesla. Was ihm aber internationalen Einfluss bringt, ist die Firma SpaceX. SpaceX betreibt Starlink, das ist ein Internetdienst, der aus dem All zur Erde zurückgefunkt wird. Und in diesen bezüglich Starlink gibt es immer wieder Kontroversen, zuletzt in der Ukraine. Elon Musk natürlich wurde zum Helden zuerst, als er den Internetzugang möglich machte für die ukrainischen Streitkräfte und die Behörden. Das hat enorme Vorteile verschafft den ukrainischen Truppen. Dann allerdings gab es Berichte über Ausfälle des Starlink-Systems und auch die Beschwerden von Elon Musk, dass er dafür nicht mehr bezahlen möchte. Dazu hat Musk, und das war die große Kontroverse, eine Art Friedensplan vorgelegt für die Ukraine, der so aussah, als hätte ihn Wladimir Putin diktiert, höchst umstritten, ein Friedensplan, der eher Moskau zugutekommen würde als der Ukraine. Ähnlich hat sich Elon Musk auch geäußert beim Showdown zwischen Peking und Taipei, zwischen China und Taiwan. Auch hier sagte Musk, man könnte doch einen Kompromiss finden und China hier einen Einfluss haben lassen über Taiwan. Auch das wurde abgelehnt. All diese Aussagen von Elon Musk sorgen weltweit für Aufregung. Und natürlich, jetzt kommt der nächste große Streich, die Übernahme von Twitter. Auch hier könnte Elon Musk seinen Einfluss vergrößern, da Twitter eben international auch eine der wichtigsten Social-Media-Plattformen ist. Elon Musk hat versprochen, dass er voll auf freie Meinungsäußerung gehen möchte, dass er weniger Einschränkungen haben möchte auf Twitter. Und natürlich immer wieder taucht die Frage auf, wie viele seiner Geschäftsinteressen spielen hinein bei seinen weltpolitischen Tätigkeiten. Und klar ist, dass etwa bei seiner Autofirma Tesla China der größte Absatzmarkt ist.